Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich wieder einen sehr interessanten Interviewgast. Ich habe vorhin mal überlegt, ihren YouTube-Kanal habe ich echt seit 4 Jahren abonniert. Es ging los mit der Schwangerschaft bei Vincent damals. Und ich freue mich sehr, dass sie sich heute die Zeit genommen hat und wir zusammen sprechen können. Ich würde sagen, du stellst dich erstmal selber vor, wer du bist und was du so machst. Total gerne. Also ich freue mich auch, Julia, dass ich heute bei dir sein darf. Ich bin die Heike von Supermama Fitness und tatsächlich angefangen habe ich in deinem Blog vor 6 Jahren, als Videoblog, unter dem Namen Fitnessmodi. Den habe ich auch beibehalten, aber die Supermama Fitness Mark ist dazu unkontrolliert weitergewachsen, positiv. Und ja, mit YouTube fing quasi alles an. Ja. Das finde ich auch super schön. Wir verlinken auf jeden Fall deinen Kanal unten. Ich habe auch wirklich in der Schwangerschaft habe ich mit deinen Videos gearbeitet, aber vor allen Dingen dann auch nachher. Was ich halt auch super sympathisch fand, war, als du selber schwanger warst und die Videos gedreht hast. Weil man halt wirklich gesehen, okay, es ist möglich, in der Schwangerschaft diese Übungen auszuführen. Und es kommt halt wirklich immer in der Schwangerschaft oder halt danach, ne, ganz präsent dieses Thema Sport auf. Und dann lassen wir das irgendwann so abflachen, weil wir haben ja keine Zeit dafür. Aber was sagst du, warum ist gerade auch für uns Mamas das so wichtig, dass wir uns wirklich in unserem Alltag bewegen, dass wir Sport machen? Das ist sehr wichtig, weil wir sonst irgendwann in eine Routine reinkommen, in der wir, wie du es eben gerade gesagt hast, in der wir uns selber einreden, wir haben keine Zeit dafür. Ja, also ich habe mittlerweile 3 Kinder, ich kenne dieses Problem auch. Man tut alles für die Kinder, man shoppt für die Kinder, man fährt die Kinder zum Fußball, zum Ballett, zum Reiten, was es alles Schönes gibt. Und man selber kommt in so eine Art Hamsterrad hinein. Also man fängt dran, den Termin hinterher zu rennen und vergisst sich. Und dem möchte ich tatsächlich entgegenwirken. Und das direkt nach dem Rückbildungskurs, also direkt nach der Schwangerschaft, wenn der Rückbildungskurs abgeschlossen ist, zu zeigen, hey, du kannst auch mit deinem Kind oder mit deinem Baby starten. Und das weißt du jetzt noch nicht, wir sind im Moment an der Weiterentwicklung. Bei uns geht es jetzt noch weiter mit Kids Fitness. Wirklich bis zum 10. Lebensjahr, wo die Mamas auch tatsächlich noch teilnehmen können. So eine Art Family Fitness, Family Yoga, in diese Schiene rein, weil wir einfach wollen, dass die Mütter aktiv bleiben. Weil das ist mit einem Kind ganz oft noch machbar. Ja. Das kannst du auch schnell nochmal abgeben bei der Oma, bei der Tante, beim Onkel, wie auch immer. Aber mit 2 oder 3 oder noch mehr ist es schon fast gar nicht mehr möglich. Und deswegen Bewegung mit seinen Kindern zusammen, das macht dann sowieso den ganzen Tag. Warum sollte man das nicht positiv nutzen? Das finde ich richtig, richtig cool. Schön finde ich auch, wie du gesagt hast, man denkt dann nicht mehr an sich. Und gerade wenn man Sport macht, man tut ja so viel für sich Gutes, ne? Also man kann abschalten, man tut natürlich was für seine Gesundheit, für seinen Körper, aber man tut halt was für sich. Und das finde ich immer, das sage ich immer wieder, dass das so wichtig ist, dass man sich selber nicht vergisst als Mama. Und das passiert halt einfach so unglaublich schnell. Das stimmt. Ja, genau. Und genau, ich habe bei dir angefangen, ich habe während der Schwangerschaft was gemacht, vor allen Dingen dann die Rückbildung, weil ich so unglaublich Schwierigkeiten hatte mit meinem Beckenboden, aber dann halt auch danach, weil man merkt einfach, dass es einem gut tut. Na klar hat man dann immer wieder Probleme mit dem inneren Schweinehund, dann kommen halt die Ausreden, ach, ich habe keine Zeit, heute habe ich keine Lust, heute bin ich müde, der Tag war so anstrengend, aber eigentlich sollte man ja, gerade dann sollte man ja Sport machen. Ja, also ganz schwierig ist es dann auch noch im Winter, wenn deine Kinder da sind und die Mutti natürlich mit krank ist, weil die Muttis rufen ja immer, ja, ich bin krank. Und da wieder den Tritt reinzufinden. Und da ist natürlich mit dem Pilates-Training, wo wir ja sagen können, das Herz-Kreislauf-Training ist ein bisschen zurückgestellt. Wenn wir das so, können wir auch Yoga-Richtungen machen, wo es so ein bisschen ruhiger ist. Da können wir auch relativ früh wieder nach einer Erkältung zum Beispiel einsteigen. Mit kleinen Sequenzen. Ja, so dass wir wirklich nicht in diesen ich komme nicht mehr dazu, ich finde den Zugang nicht mehr. Wenn du das einmal überwunden hast und auch gemerkt hast, wie gut dir es tut, wie du es gerade gesagt hast, es tut einfach gut. Ja, und da müssen wir halt gucken, dass wir uns da selber nicht verlieren. Und es ist auch noch so heutzutage, diese ganzen sozialen Medien, die sind zwar schön, da sind wir beide uns vielleicht gar nicht kennengelernt, aber die machen einen auch fürchterlich durcheinander im Kopf. Du hörst das, du hörst das. Du hörst jenen, dann hat der eine 20 Kilo mit dem Programm abgenommen, der andere 35 mit jenem Programm.
Aber ist es eigentlich wurscht, egal welches Programm wir machen? Hauptsache, wir sind bei uns. Genau. Ja, und ich finde, gerade mit Pilates und Yoga, was du ja gut mit Kindern auch verbinden kannst, räumst du deinen Kopf auf. Mhm. Ja, also du kommst einfach auch mal wieder zur Ruhe und spürst deinen Körper auch. Du kannst auch Bootcamps machen, dich völlig auspowern, klatschnass geschwitzt sein, aber dir wird es nie so gut gehen wie nach einer Einheit, wo du auch mal deinem Herzen Hallo gesagt hast. Mhm. So geht es mir und da ich da, dadurch, dass ich meine Kinder, die lieben Yoga, ich habe eben kurz vor dem Interview darüber geredet, privat mache ich mit meinen Kindern sehr, sehr, sehr gerne Yoga, weil die es einfach toll finden, die können die Figuren, das ist einfach diese Lebensphilosophie, die dabei mit überspringt. Die möchte ich meinen Kindern jetzt so ganz privat, die möchte ich denen mitgeben. Ja. Auf ihren Weg. Auch wenn ich irgendwann nicht mehr mit ihnen Yoga machen werde, das ist vielleicht selber machen, ja. Das finde ich so wichtig. Genau, das finde ich auch schön. Und ich finde es halt auch wirklich immer schön, man muss es ja nicht zwingend allein machen. Eben, man kann die Kinder super schön auch mit dazu nehmen. Und dass du das halt auch so machst, das finde ich halt so klasse. Aber das halt, du bist selber Mama, ne? Du weißt halt, wo die Probleme liegen und du bringst halt Lösungen. Ich bin auch eine Mama, die ihre Kinder gar nicht so gerne abgibt. Sie sind zwar morgens in der Kita, aber nachmittags gehören die zu mir und dann möchte ich auch gerne Sachen machen, die allen Freude machen. Mhm. Und meine jüngste Tochter, die ist jetzt 3 und im Kindergarten wurde ich jetzt noch nicht angesprochen, dass sie als irgendwas vom Hund erzählt und dann immer in diese Yoga-Position geht. Und dann habe ich gesagt, naja, die will Yoga mit euch machen. Staunen, ja. Und Kinder sind so dankbar und sind da so, so engagiert, dass es eigentlich jeder Mutter, die da mal mit angefangen hat, so leicht fallen muss, Sport zu machen. Und als Tipp kann man eigentlich nur sagen, dass man sich einen regelmäßigen Termin eintragen muss. Mhm. Weil sonst funktioniert es nicht. Wenn ich morgens anfange und sage, oh, heute gehe ich joggen, aber ich weiß überhaupt morgens noch nicht wann, dann werde ich es wahrscheinlich nicht tun. Ja. Weil dann ruft mich XY an, dann habe ich irgendwie das und jenes und ich muss noch staubsaugen, die Wäsche falten, Trockner ist fertig. Also ich muss mir das vornehmen und als Termin fixieren. Dann funktioniert es auch. Siehst du, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, was du so empfehlen kannst, dass man das dann auch wirklich durchzieht oder wie man das in seinen Mama-Alltag einfach auch einbauen kann. Also erstmal den Sport so als Termin eintragen, den man auch wirklich wahrnimmt. Und Sport mit den Kindern machen, wenn sie alt genug sind und es funktioniert, finde ich auch eine gute Möglichkeit. Und es halt einfach machen, oder? Ja, einfach machen und die ganzen Ausreden, die es gibt, einfach auch mal, weißt du, die Wäsche läuft nicht weg. Ich finde es auch schöner, wenn alles erledigt ist. Aber es fängt immer wieder von vorne an. Ja? Also es ist, du bist mit dem einen fertig, geht das nächste los. Na klar, also wir haben ja nie, es gibt immer was zu tun. 30 Minuten reichen, dafür das 2-mal in der Woche, dann ist man irgendwann wieder auf dem Level, wo man denkt, ja, ich meine, guck mal, wir haben Lebenszeit, wenn es gut läuft, 80 Jahre. Mhm. Wenn wir jetzt 40 Jahre damit verbringen, Ordnung zu machen, aufzuräumen. Also ich bin auch ordentlich und habe es gern sauber und so weiter, aber ich bin auch gern gesund. Ja. Fit und will echt viel Lebensqualität haben und die mit meinen Kindern verbringen. Ja. Also immer fokussieren, es geht eigentlich um mich. Wir sind nur begrenzt hier und deswegen diese gute Zeit nutzen. Genau, ich glaube, man dieses, warum will ich denn Sport machen? Ich glaube, man sollte wegkommen von diesem, damit ich attraktiv für andere bin oder weil das Schönheitsideal gerade so aussieht, sondern hin zu dem, ich möchte gesund sein, damit ich lange für meine Kinder da sein kann. Ich glaube, das ist eine höhere Motivation, Sport zu machen, als weil Heidi Klum jetzt diese Art von Models gerade sucht, oder? Wobei die Heidi Klum ja selber auch eine ganz interessante Frau ist mit ihren 4 Kindern, ja? Also, ja. Das ist auch ein bisschen kontrovers bei ihr. Ich glaube, die ist total ehrgeizig und sehr engagiert mit allem. Hat 4 Kinder in die Welt gesetzt. Das ist doch wahnsinnig. Das ist krass, ja. Ja, und dann diese Modelshow, naja, das ist halt irgendwie, ich finde, das ist aus den Fugen geraten. Ich glaube, am Anfang, als ich noch jung war, ich weiß gar nicht, wie mit der Staffel das läuft, 10, 11, 12 oder so. Habe ich das auch mal gesehen? Ich habe es jetzt seit Jahren nicht mehr gesehen. Ich kriege nur die Proteste dagegen und finde es eigentlich schade, weil ich glaube, der Kern war da anders. Aber du hast absolut recht, so soll es nicht sein. Also dieses Skinny ist auch absolut raus eigentlich im Fitnesstrend. Es geht ja wirklich das Strong, das Krafttraining ist ja im Vordergrund getreten. Da haben wir, was weiß ich, Sophia Thiel auf einmal da gehabt, die unglaublich viel abgenommen hat. Der Detlef,
Isos ist ja auch so jemand, der auf Krafttraining gesetzt hat. Es gibt eigentlich ganz schöne Programme auch, glaube ich, ohne in den Magerwahn zu verfallen. Ja, genau, genau. Und ich glaube, man muss so ein bisschen gucken, was für einen passt. Es gibt ja so unterschiedliche Sachen, was einem einfach Spaß macht und nicht, was bringt mir jetzt den größten Erfolg, wo nehme ich am meisten Kilokalorien ab in einer gewissen Zeit oder so, sondern was einem Spaß macht, damit man es halt so auf lange Zeit durchzieht. Definitiv. Und dass man gesund ist, das ist natürlich das Wichtigste, dass es einem gut geht. Also ich muss persönlich für mich jetzt sagen, ich war jetzt sehr lange leider krank, das konnte ich auch nicht beeinflussen, nach der Geburt meines dritten Kindes und habe dadurch einen unglaublich hohen Gewichtszuwachs bekommen, den ich so natürlich nicht geplant habe, kennst mich ja auch in meinen Videos wesentlich schlanker. Und ich habe aber gemerkt, ich habe mittlerweile schon wieder 10 Kilo abgenommen, trainiere auch regelmäßig, ich habe aber gemerkt, dass ein Umwelt unglaublich unter Druck setzt. Ja, also selbst mein Mann, nicht böse gemeint, der kann es auch mal ein bisschen weniger Schokolade essen. Ja, hat er durchaus recht gehabt, aber irgendwie habe ich dann auch gedacht, ja, eigentlich geht dich das jetzt auch nicht an, wie viel Schokolade ich esse. Ja, also nur so aus meinem kleinen Leben. Aber es ist natürlich diese Außenwelt, die einen unglaublich unter Druck setzt. Und ich glaube tatsächlich, wenn du dann diese Vorstellung hast, 60, 90, 60, nee, andersrum, oder? 90, 60, 90. So. Dankeschön. dann bist du auch schnell in einer depressiven Phase drin. Mhm. Wenn du das auch alles so glaubst, wir haben sie alle nicht nackt gesehen. Nee. Sag ich immer. Genau. Ja, genau. Ich glaube, wir sollten davon weg, dass wir Sport machen wollen oder Sport machen müssen, weil wir irgendwie nach der Geburt wieder schlank werden müssen. Den Stress habe ich mir wirklich bei der zweiten Schwangerschaft gemacht. Also bei der ersten ging das reibungslos. Innerhalb von 9 Monaten hatte ich mein Gewicht wieder reduziert. Und bei der zweiten Schwangerschaft habe ich mir so selber so einen Druck gemacht und es ging gar nichts runter, gar nichts. Das, was ich sage. Es geht auch nicht, weil du denkst, du musst. Du hast jetzt 2 kleine Wesen zu versorgen. Und das ist, ja, ich kenne das ganz identisch. Genau. Und dann musst du anfangen, dich wirklich zu terminieren, einen Weg zu finden und diesen Druck. Kann mir auch, weißt du, woher der Druck kam? Ich kann es dir gar nicht so richtig sagen, aber ich habe es genauso erlebt, aber nicht beim zweiten, beim dritten Kind. Wo dann wirklich auch. Ich wollte, also erstmal stört es mich prinzipiell in der Schwangerschaft, dieses extrem zunehmen, wo du ja aber erstmal im ersten Moment nichts gegen tun kannst, weil man halt das Kind in sich trägt. Ne? Und dann machst du keine Crash-Diät oder extrem Sport. Und dann, das Kind ist auf der Welt, du hast deinen Körper wieder für dich und da, jetzt muss es aber ganz, 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 ganz schnell gehen. Totaler Quatsch. Weil das ist eigentlich eine Regel, die du eben gesagt hast, nach 9 Monaten, das ist eigentlich eine schöne Regel. Ja? Ja. 9 Monate kommt's, 9 Monate geht's. Aber es muss dann auch kombinierbar sein mit den Hormonen, mit dem Stillen. Also es gibt tatsächlich Frauen, ich habe da auch mal einen Blogartikel drüber geschrieben, ich habe in jeder Stillzeit bis zu 10 Kilo zugenommen. Mhm. Ja, einfach weil ich hormonbedingt wirklich auch einfach viel gegessen habe. Ja. Ja, also die ersten Wochen, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Und bei den ersten beiden, wie gesagt, ging das ratzfatz wieder runter mit Sport. Das ist jetzt auch nicht so, dass ich nach der dritten Geburt keinen Sport gemacht hätte. Aber dann war ich quasi ausgeschaltet für ein halbes Jahr direkt. Und wenn du dann quasi nicht reinkommst, dann wird es, glaube ich, immer mehr. Ja. Ja? Und, aber diese Stillzeit, diese Zeit, die du so intensiv mit deinem Kind, du kennst ja Daniela Katzenberger. Und die hat sich mal so, wie heißt denn diese Frau, die früher hier diese Handwerks, die hat den Sido geheiratet, weißt du, wen ich meine? Ja, ich weiß, so eine Blonde. Ich weiß, wen du meinst. Oder so. Egal, ist auch eine sehr sympathische, aber auf jeden Fall, die eine hat sehr viel Sport gemacht und die Daniela Katzenberg hat dann als Argument einfach gesagt, warum sie jetzt noch nicht so schlank ist wie die andere. Die hatten irgendwie, glaube ich, zeitgleich entbunden. Ich stille lieber. Das hat sie mir so sympathisch gemacht. Ich bin jetzt kein Riesenfan von irgendwelchen ABCD-Promis, aber ich fand es so nett, dass ich stille lieber. Und so ist es ja auch. Also erstmal zur Ruhe kommen, an die neue Situation gewöhnen, Rückbildungsgymnastik machen und irgendwann hat man seine 90, 60, 90 wieder. Seine ganz persönlichen 90, 60, 90. Genau, ganz genau. Genau, halt wirklich erstmal die Zeit mit dem Kind genießen.
Ja, und ich glaube auch so, dass aus dem Kopf rausnehmen. Niemand erwartet von uns, dass wir sofort wieder schlank sind. Nein. Der Ehemann erst recht nicht. Es sind nur wir, die uns diesen Druck machen, was totaler Quatsch ist. Ja, stimmt. Auf jeden Fall, irgendwie schon. Na gut, dann sind halt die Frauen, die gehen ins Krankenhaus, bekommen ihr Kind und danach passen sie in ihre Jeans wieder rein. Aber das ist einfach so. Ich sage immer in meinen Kursen, ich habe ja noch ein kleines Pilates-Yoga-Studio, wenn man sagt, ah, die ist so sportlich. Im Training fällt es dann auch, ob jemand schlank ist oder ob jemand sportlich ist. Mhm. Ja, und ich glaube immer, die Frauen, die dann auch so schnell schlank sind, die haben andere Probleme vielleicht. Ja. Also die haben vielleicht eine Rektusdiastase extrem oder haben Rückenschmerzen. Also jeder hat sein Päckchen zu tragen. Das ist auch immer ganz wichtig, dass man sich nicht so als Opfer darstellt, sondern weiß, jeder hat seine Probleme. Also es ist einfach so, ja. Und das finde ich persönlich immer, dass man das auch wirklich reflektiert. Man ist nicht der, wo alles Schicksal dieser Welt hängen bleibt. Also, genau. Ja, aber das ist, ich glaube, daran muss man sich immer mal wieder erinnern, eben, dass man sich aus dieser Opferrolle rausnimmt. Ja. Bei mir war es dann einfach so, dass ich durch die, warum ich nicht abgenommen habe, unter anderem durch den Druck, den ich mir selber gemacht habe, aber es hat sich durch die Hormonumstellung eine Schilddrüsenunterfunktion bei mir rausgebildet. Und dann kam ich erstmal so in dieses, na toll, ich brauche gar keinen Sport mehr, es funktioniert ja sowieso nicht. Ja. Im ersten Moment. Bis ich dann dahin gekommen bin, ich muss ja auch keinen Sport machen, um jetzt abzunehmen. Das ist jetzt in der Zeit der Umstellung sowieso schwierig, aber ich kann doch Sport machen, um meine Gesundheit zusätzlich zu unterstützen. Also wieder so ein bisschen umdenken. Auf jeden Fall, also dass man da wieder auf Spur kommt. Genau, genau. Wie ist es bei dir weitergegangen? Du hast dann Medikamente bekommen und... genau, und ich bin immer... Nee, eben noch nicht. Also ich bin immer noch in dieser... Einstellungsphase, wo halt geguckt wird, wie viel ich nehmen muss, damit sich das wieder reguliert. Okay. Und Hormone ist immer nichts Schönes. Also ich habe unglaubliche Fressattacken gehabt, als ich angefangen habe. Und da muss man sich dann auch erstmal wieder, man darf sich halt nicht so fertig machen, so dieses, oh, jetzt isst du und da so Mist und also sich selber dann so runter machen. Ich glaube, dann wird es nur noch schlimmer. Ich habe das dann halt erstmal so angenommen. Es ist halt jetzt im Moment so, ich muss gucken, wie ich das für mich reguliert bekomme. Ich muss jetzt erstmal diese Hormoneinstellung abwarten, bis ich dann endlich auf diesem Level bin, wo ich weiß, okay, jetzt ist es richtig. Und dann halt schauen, wie ich das für mich organisiert bekomme. Aber erstmal diesen Stress so rauszunehmen. Auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, das ist ein schwieriger Weg, aber ich glaube, wenn man es dann geschafft hat, dann wird das Wohlbefinden bald eintreten. Ja. Und ich mache jetzt jeden Tag Yoga und das kann ich echt sehr, sehr, sehr empfehlen. Und ich mache das nicht, um abzunehmen. Also null. Ich mache das, um mich zu entspannen, meinem Körper was Gutes zu tun. Also unglaublich. Also Yoga ist richtig, richtig gut. Hätte ich vorher nie erwartet. Stimmt. Ich bin im Moment auch ein bisschen im Yoga verfallen. Also es ist auch eine Sucht, oder? Also ja. Es ist wirklich eine Lebensphilosophie. Also es ist wirklich... Wo ich mich zu anderem Sport manchmal wirklich überwinden musste, ist das sowas? Das machst du gerne. Da freut man sich wieder drauf. Ja. Auf jeden Fall, weil man sich selber so nahe ist auch, finde ich. Also es ist einfach... Man kommt wieder so ein bisschen zurück. Und das ist das, was ich meine. Du kannst deine Kinder irgendwann mitmachen lassen und die finden das unglaublich toll, ja. Und dann merkst du erstmal diese Verbindung zu euch auch nochmal, wie man die damit stärken kann. Ja. Ja, und dann den Kids eine Basis mitgeben, wo sie, das, was du gerade beschrieben hast, dieses, das mache ich gerne, das bringt mich zur Ruhe. Das seinen Kindern danach zu wärmen, das ist doch der Hammer. Das ist super wichtig, finde ich. Also ich muss auch sagen, mein Großer, der ist jetzt 4 und der meditiert schon so ein bisschen mit mir. Es gibt auch so schöne Meditationen für Kinder, das macht er unglaublich gerne. Und da hat er halt schon was, um gerade am Abend oder so dann so runterzukommen. Also kann ich auch nur empfehlen, da frühzeitig seine Kinder mit ranzunehmen und denen das so nahe zu bringen. Und das macht denen auch Spaß. Gerade in der heutigen Welt. Ja, ja. Gerade heute, wo die Smartphones ja wirklich schon in der Grundschule im Ranzen landen, muss man ja einfach sagen, dass man da diesen Ausgleich schafft. Genau, schon wenn ich dran denke, eben wenn der dann in die Schule geht, da ist ja das Stresslevel ganz, ganz anders plötzlich, dass der da so für sich schon ein paar Möglichkeiten kennt, ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Genau. Schön. Ich hoffe, dass wir jetzt schon so ein paar Mamas motivieren konnten. Wieder mit dem Sport. Positiv. Ja. Und erzähl doch mal, was finden wir denn alles auf deinem Kanal? Was kann man denn alles für Videos auf deinem Kanal bekommen? Das hast du schon so schön gesagt, es gibt Programme, Happy Bauch heißt das Ganze, für Frauen während der Schwangerschaft. Da können sie sich wirklich bis zur 40., 41. Woche, je nachdem, wie lange das Baby sich Zeit lässt, ordentlich betätigen. Pilates, Fitness-Training und auch Beckenbodenübungen. Mhm.
Dann gibt es Programme parallel zum Rückbildungskurs, in der Babytrage oder auch Outdoor. Das finde ich auch cool. So ein paar Pilates-Sequenzen sind im Moment drin. Ich habe ein bisschen aufgeräumt, ein paar Sachen ausgeworfen. Pilates, und es kommt jetzt tatsächlich noch eine neue Serie raus, die ich gerade mit zwei Trainerinnen abfilme, wo wir einfach auch nochmal den Mamas helfen wollen mit einem Functional Fitness Training, so ein kurzes Programm für ein-, zweimal in der Woche ohne Kinder, diesen Termin einzuhalten, von dem wir eben gesprochen haben, so innerhalb von 10 Wochen einfach mal, aber jetzt ohne Hüpfen, ohne Springen, ohne Jump, ohne Trampoline, sondern wirklich zu Hause, wo du wirklich nichts brauchst und dir 20 Minuten reichen, um doch mal ins Schwitzen zu kommen. Das ist so der Weg. Aber es sind ganz viele Supermama-Fitness-Sachen einfach drin, wo auch meine Trainer mittlerweile mitarbeiten und du dann wirklich mit deinem Baby zusammen Sport machen kannst. Ja, das finde ich halt super cool. Aber auch wie du sagst, eben, dass nicht so viel mit Springen dabei ist oder dass ich mir erst noch dies und das und jenes kaufen muss oder so, das finde ich, weil du Mama bist, ne? Weil ja, es ist auch einfach so, ich habe in den letzten 6 Jahren, seitdem ich Mama bin, meinen Beckenboden natürlich auch erst richtig kennengelernt. Das ist auch immer in unseren Fortbildungen das große Thema, dass man vielleicht vorher viel vom Beckenboden gehört hat. Das ist an und irgendwas hat man auch angespannt, aber man wusste überhaupt nicht was. Genau. Und ich habe ganz viel, also du, das weißt du ja auch, dieser Trampolin-Trend, ja, wirklich unaufhaltsam. Und der ist in meinen Augen halt für den Beckenboden nicht gerade förderlich. Ja, und ich habe unheimlich viele Frauen, die gerne diesen Trampolinsport machen wollen, weil sie denken, dass sie dadurch natürlich schneller abnehmen. Mhm. Und dem muss ich dann immer entgegenwirken und sagen, hey, aber der Beckenboden vergraftet das dann nicht 6 Monate nach der Geburt. Ja. Also sollten wir mindestens 1 Jahr warten und dann ist meine Chance in dieser Zeit, den Frauen zu zeigen, du musst nicht unbedingt aufs Trampolin. Ja. Also ich finde es schon eine Riesenbelastung für den Beckenboden. Also es gibt tolle Programme, habe ich jetzt kürzlich mal gesehen. Da habe ich eine kleine Reise in die Schweiz gemacht. Mhm. Da ging es auch um die Tiefenmuskulatur des Beckenbodens. Die haben auch auf Trampolin gearbeitet, aber nicht hüpfend und springend, sondern die haben dieses Nachgeben genutzt und haben das Trampolin quasi wie den Beckenboden dargestellt. Mhm. Und das war so eine ganz neue Erfahrung für mich. Das ist aber so ein bisschen für die Frauen, den Beckenboden, den siehst du nicht. Wenn ich jetzt zu dir sage, spann mal deinen Bizeps an, ja, dann machst du ja einmal die Muckis und wir sehen sie. Wenn ich jetzt sage, Julia, spann doch mal deinen Beckenboden an, dann sagst du, ja, habe ich. Aber keiner weiß, ob es wirklich so ist. Ja. Das ist für die Frauen ganz oft, auch in den Kursen, die versuchen es teilweise noch nicht mal. Mhm. Ja? Und dann haben die Hebammen immer das Problem, glaube ich, dass sie in Rückbildungskursen dieses Thema fokussieren müssen, aber die Frauen sind gar nicht dabei. Dann geht es noch weiter. Und dann erzählen sie mir, ja, ich mache aber jetzt einmal in der Woche Trampolin springen und mein Herz, das schlägt bis, du verstehst schon, ja. Also es ist, ich möchte gerne versuchen, den Frauen zu zeigen, ihr müsst nicht aufs Trampolin, ihr müsst auch keinen Zumba machen unbedingt im ersten Jahr nach der Geburt. Das ist, obwohl es gibt ja auch Zumba-Programme, die tatsächlich geeignet sind. Ich glaube, Gold heißt das oder Senior oder Plus oder wie auch immer. Aber nicht dieses Training, was du vor der Geburt oder vor der Schwangerschaft machen hast. Aber die gibt es auch. Du hast eben gesagt, das hast du auch recht. Also viele fangen erst in der Schwangerschaft an, Sport zu machen. Mhm. Die sind aber immer ein bisschen... Die hören eher mal auf einen. Aber die vorher so Full Power gemacht haben, denken halt ganz oft, so 3 Wochen nach der Geburt, wie die Heidi, mache ich es dann wieder. Und das passt aber gar nicht unbedingt zu unserem Leben und auch nicht zu unserer körperlichen Philosophie. Ne? Ja. Das ist nicht immer leicht. Richtig. Eben, genau. Man muss halt gerade als Mama, muss man halt so ein bisschen schauen. Man kann halt nicht mehr alles mitmachen. Oder wenigstens erstmal nicht am Anfang. Genau. Das ist erstmal nicht am Anfang. Also das ist halt zu definieren. Ja, schön. Also wir verlinken auf jeden Fall deinen Kanal unten in der Infobox. Ich kann den wirklich persönlich sehr empfehlen. Ich habe vieles schon selber gemacht und ausprobiert. Ich finde es halt auch so sympathisch, weil du bist nicht irgendwie jemand, der unglaublich aufgepumpt ist und wo ich mir dann denke, das ist so unrealistisch. Du bist auch eine Mama. Und ja, im Moment könntest du es nicht mehr sein, Julia. Ich bin am Arbeiten.
Aber hier, du siehst halt nicht aus wie der, da gibt es doch auch so einen, der bei TAF moderiert, auch so ein Sportprogramm rausgebracht. Wie heißt der denn? Hier, den habe ich hier. Heißt der Felix? Ich weiß gar nicht. Aber jedenfalls, der hat auch mega Muskeln. Und der schafft ja auch innerhalb von 20 Minuten dreimal die Woche und dann siehst du auch aus wie er. Pass auf, wir machen es so. Wir treffen uns in 3 Monaten wieder. Ich mache einmal eine Woche sein Programm und dann gucken wir mal. Genau. Mal schauen. Genau. Also an alle Mamas, die wir hoffentlich jetzt motivieren, inspirieren konnten, doch wieder mit Sport anzufangen. Am besten heute. Spätestens morgen. Und vielleicht sogar mit ihren Kindern zusammen, wenn sie alt genug sind. Heute, ne? Genau, man sollte immer gleich anfangen. Auf jeden Fall, sonst wird es nichts. Genau, dann schaut euch doch bei Heike ein bisschen um und schaut, was euch da am besten zusagt, was euch gefällt, in welchem Stadium ihr vielleicht gerade seid. Schwanger, kurz nach der Geburt. Die Schwangeren, die mögen wir besonders gerne. Ja, man darf das auch, glaube ich, nicht vergessen, ne, dass Sport auch in der Schwangerschaft. Ja, das ist auch so schön, also es ist alles mit den Schwangeren zu arbeiten, ich liebe das, ja, so aufregend auch alles. Also ich habe jetzt 3 Kinder, ich werde auch keine weiteren bekommen, aber damit hat man immer wieder so ein schwangeres Gefühl. Wunderschön, ja, voll wunderschön, schön. Wirklich. Schön. Ich danke dir auch für die Zeit, die du dir genommen hast und dass du so schön auch von deinem Leben erzählt hast und so einen anderen Blickwinkel auf Sport gegeben hast, so wie ich das auch sehe. Das war sehr, sehr schön. Ich hoffe, euch hat es gefallen zuzuschauen. Schaut gerne bei Heike vorbei und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss, liebe Julia!